meine lieben Patreons und Unterstützer. Willkommen zu einer neuen Folge und in diesem Fall der ersten Folge, der ersten Patreon-exklusiven Folge Lorecore. In dieser Reihe werden wir explizit auf Orte eingehen, die wir in Fallout 76 vorfinden können. Und werden diese genauer unter die Lupe nehmen und bis ins kleinste Detail analysieren. Diese Reihe ist in erster Linie ein kleines Dankeschön an euch alle, an all meine Patreons, all meine Unterstützer. Und ich hoffe echt, ihr habt Bock auf diese Reihe. Ich möchte nur an der Stelle kurz nochmal dazu sagen, dass diese Reihe zwar grundsätzlich Patreon-exklusiv ist, also nicht nur zeitexklusiv, sondern grundsätzlich wirklich exklusiv, aber es kann durchaus sein, dass ich einige dieser Videos auf dem Kanal öffentlich veröffentliche. Nach und nach. Wenn ich zum Beispiel mal krank bin und ich brauche dringend Ersatzvideos oder mal wieder Urlaub mache, kann es durchaus sein, dass ich Lücken mit einigen dieser Patreon-Videos fülle. Das heißt aber nicht, dass diese Videos nur zeitexklusiv für Patreon sind. Ich habe nicht vor zu sagen, okay, ein Monat exklusiv und dann geht's öffentlich oder irgendwas dergleichen. Aber wenn sich halt hier durch die Patreon-exklusiven Videos mal so ein gewisser Pool gebildet hat, dann werden die bestimmt irgendwie nach und nach so ein bisschen auch in die Öffentlichkeit sickern. Nur, dass ihr Bescheid wisst und dass ihr euch nicht wundert, wenn es dann mal soweit ist. Spätestens, wenn wir diese Reihe hier tatsächlich irgendwann mal beenden und alle Orte in Fallout 76 besucht und analysiert haben, werde ich definitiv das absolut crazy, verrückte alle Orte aus Fallout 76 Video durchaus öffentlich stellen. Also spätestens dann gehen zumindest Teile dieser Videos auf jeden Fall in einem Sammelvideo öffentlich. Na gut, nur dass ihr Bescheid wisst. So, dann fangen wir mal an mit unserer Expedition durch Fallout 76. Und den Anfang macht heute natürlich, wie könnte es anders sein, Vault 76. Vault 76 war schon vor dem Krieg eine ziemlich besondere Vault. Denn in dieser Vault wurden in dem Sinn keine Experimente durchgeführt wie in vielen anderen, aber gleichzeitig war Vault 76 auch nicht wirklich eine Kontroll-Vault. Vault-Tec hatte mit dieser Einrichtung tatsächlich größere Pläne. In dieser Vault sollten die intelligentesten und begabtesten Bürger der USA vor dem Fall der Bomben geschützt werden, damit diese schon wenige Jahre nach dem Großen Krieg anfangen können, die USA wieder aufzubauen. Das Spiel zeigt uns hier zum Beginn von Fallout 76 erstmal im Grunde ein Propagandavideo der US-Regierung oder auch von Vault-Tec, das vor dem Großen Krieg zur Vault 76 produziert wurde. Und über dieses Video, über diese Rede werden dann Szenen geschnitten, die von der vorherigen Nacht vor Spielbeginn stammen müssen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Craig bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte, wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage, wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Vault 76. Dieser
weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vortec entworfen, aber er wurde von euch erbaut, von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Vault weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Ward 76 unsere Zukunft beginnt. Also hier hört man schon ganz viel Pathos, ganz viel Propaganda. Hier sollen Leute und wahrscheinlich auch die Bewohner der Vault selbst in eine gewisse Richtung gewiesen werden. Zu Beginn des Spiels hören wir erstmal die Vault-Aufseherin mit uns reden, während wir noch im Charaktereditor sind. Guten Morgen, Vault 76. Hier spricht die Aufseherin. Hoffentlich hat Ihnen die Party gestern gefallen, auch wenn Sie es vielleicht übertrieben und verschlafen haben. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Vault 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch Ihre Herkunft, Ihre Hautfarbe oder Ihren Glauben. Doch Sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Was aber viel wichtiger ist, Sie alle werden immer meine Familie sein. Jetzt haben wir Zeit, uns mal ein bisschen in dem Zimmer umzusehen, in dem das Spiel beginnt. Die Vault-Wohnungen, die den Bewohnern zur Verfügung gestellt werden, sind erstaunlich geräumig und gut ausgestattet, vergleicht man das mit anderen Vaults, die wir aus der Fallout-Reihe kennen. Auf dem Bett liegt ein scheinbar schon gepackter Rucksack und der Hut bereit. Leider vergessen wir scheinbar beides mitzunehmen. Schade. Unter dem Bett liegen einige seltsam zufällig durcheinander gewürfelte Objekte, darunter auch ein rosa Pantoffel. Der zweite ist nirgends zu finden. Er kann die Vault doch kaum verlassen haben, oder? Überall befinden sich leere Flaschen und Konfetti auf dem Boden. Das muss gestern wirklich eine wilde Party gewesen sein. Auf dem Terminal in der Wohnung unserer Hauptfigur erfahren wir ein bisschen mehr. Auf diesem Terminal finden wir drei Einträge. In dem ersten Eintrag, mit dem Titel »Einen frohen Rückeroberungstag«, können wir Folgendes lesen. Heute ist es soweit. Der Rückeroberungstag ist gekommen. Auf diesen Augenblick haben wir uns 25 Jahre lang vorbereitet. Wir sind bereit. Sie sind bereit. Amerika wartet auf uns. Also brechen wir auf. Gezeichnet die Aufseherin. Im zweiten Eintrag mit dem Titel »Sie sind eingeladen« können wir Folgendes lesen. Countdown zum Rückeroberungstag. Wer? Alle. Wann? 22 Uhr bis Mitternacht. Wir haben die restlichen Alkoholrationen und die offiziellen Vault-Tec-Partyhüte freigegeben. 10 Minuten vor Mitternacht wird die Aufseherin eine Rede halten und den Countdown durchführen. Wir wünschen viel Spaß. Und zum Schluss können wir auf dem Terminal noch ein eingelegtes Holoband abspielen. Bei diesem Holoband handelt es sich um Nuka Tepper,
ein altes Arcade-Videospiel. Na gut, in der Fallout-Welt nicht so alt, sondern wahrscheinlich vor dem Krieg noch relativ neu. Neben dem Terminal finden wir auch die dazugehörige Robco Fun, ein Vorkriegsmagazin, das traditionellerweise immer auch mit einem Videospielmodul für den Pitboy daherkommt. Scheinbar hat in dieser Vault wirklich nicht nur jeder Bewohner ein Zimmer, sondern eben eine ganze Wohnung zur Verfügung. An dem Tisch wurde zu zweit gegessen. Wer hat unsere Hauptfigur hier wohl gestern noch Gesellschaft geleistet? Die Vault war außerdem mit Farbfernsehen ausgestattet. Eine unglaubliche Innovation, die man bisher im gesamten Ödland vergeblich sucht. Dies war wirklich eine Luxus-Vault verglichen mit den anderen. Selbst verglichen mit den Control-Vaults, in denen keine Experimente stattfanden. Am TV-Kästchen können wir verschiedene Modelle bewundern. Neben Bottle und Cappy sind dort auch einige Roboter-Modelle. Unter anderem kann man hier auch ein UFO der Zeta-Aliens vorfinden. Wie kommt das bitte hierher und wer hat das produziert? Wer wusste so gut über die Zeta-Aliens Bescheid und konnte ein dermaßen detailliertes und originalgetreues Modell herstellen? Ob so ein Kamin in einer geschlossenen Vault so eine gute Idee ist? Ich denke, offene Feuer sollten in so einer versiegelten Metallkiste wie einer Vault wohl eher vermieden werden. Unsere Hauptfigur hat während ihres Aufenthalts in der Vault wohl einige Preise gewonnen. Darunter der erste Preis für ein Halloween-Kostüm, eine Teilnahmeurkunde für das Essen von mysteriösem Dosenfleisch und Preise für die beste Frisur und die sauberste Toilette der ganzen Vault. Zudem finden wir noch überaus gepflegte Nass- und Utensilienräume. Nur das Klopapier, das da am Boden steht, würde ich persönlich, glaube ich, nicht mehr benutzen. Und seltsam, dass manche dieser Objekte so stark abgenutzt wirken, während andere Gegenstände wie neu aussehen. Dieses Chidiab Buttercup war wohl in ziemlich starkem Gebrauch die letzten 25 Jahre verglichen mit der Waschmaschine und dem Trockner. Bei dem Pip-Boy, den unsere Hauptfigur erhält, handelt es sich um das Modell 2000 MK6. Das dürfte wohl eine Weiterentwicklung des Pip-Boy 2000 sein, den wir aus Fallout 1 und Fallout 2 kennen, aber ein anderes Modell als der Pip-Boy 3000 aus Fallout 3 und New Vegas und dessen Update aus Fallout 4, dem Pip-Boy 3000 MK4. In der Vault-Halle zeigt sich die wahre Größe der gestrigen Party. Mit nichts Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Eine enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist, dass ich stolz auf Sie bin. Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission draußen in Appalachia. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Durchsage. Ansage erfolgt erneut in 24 Stunden. Systemfehler. Die Zimmer in der Vault sind scheinbar alle gleich gestaltet. Selbst das Essen auf dem Tisch ist das gleiche. Die Zimmer waren wohl bei weitem nicht so individuell gestaltet, wie das auf den ersten Blick scheint. Der kleine grüne Streifen mit Briefkasten vor den Vault-Zimmern ist aber wirklich ein netter Kniff. Auf dem Weg aus der Vault erklären uns einige Mr. Handys noch einige nützliche Details zum Überleben draußen in der Wildnis und zu unserer eigenen Mission. Hallo? Heute ist endlich Ihr Rückeroberungstag. Sie können es sicher kaum erwarten, endlich die Welt da draußen zu erkunden. Immer noch nichts von der Aufseherin? Nein, das wird sich nach all den Monaten auch nicht ändern.
Außerdem ist sie ausgezogen, um Amerika zurückzuerobern. Es wird Zeit, dass sie ihrem Beispiel folgen. Wissen wir überhaupt irgendetwas über die Welt da draußen? Nein, absolut nichts. Sämtliche externen Sensoren sind seit der bedauerlichen Sache mit den Atomschlägen außer Betrieb. Ich kann mir gar nicht ausmalen, welche Veränderungen Ihre vielen Freunde nach all der Zeit in Appalachia bereits bewirkt haben mögen. Das ist mein Zuhause. Ich will hier nicht fort. Es freut mich zu hören, welch gute Arbeit meine Wenigkeit und die anderen all diese Monate lang hier im Vault geleistet haben. Doch die Speisekammer ist leer. Es wird Zeit, dass Sie umsetzen, was Sie gelernt haben. Die Kioske enthalten Informationen, die Ihnen nützlich sein dürften. Nur zu, los geht's. Dieser Dialog ist etwas seltsam, denn der Mr. Handy impliziert hier, dass die Aufseherin die Vault schon vor Monaten verlassen hätte, was überhaupt nicht zu allen Informationen passt, die wir ansonsten in dieser Vault finden. Diese Informationsabweichung liegt daran, dass Fallout 76 in seiner Natur als Service-Spiel quasi immer wieder abgedatet wird. Und hier wollten die Entwickler wohl die Story etwas anpassen und uns als neue Spielfigur erklären, dass die Vault nun eigentlich schon seit Monaten geöffnet ist. Obwohl die Vault eigentlich nach 24 Stunden nach Öffnung bereits unbewohnbar werden sollte. Naja, von der Narrative her passt das alles nicht wirklich zusammen, aber für die Reihe hier sollten wir im Hinterkopf behalten, dass die Vault quasi von der Story her schon mehrere Monate geöffnet ist und nicht erst, wie viele andere Passagen hier in diesem Intro nahelegen, seit einem Tag. Da draußen gibt es eine Menge Wasser, wahrscheinlich fast alles verstrahlt. Im Zweifelsfall stets am Kochen. An Hunger oder Durst zu sterben, absolut peinlich. Achten Sie stets auf das Klicken des Dosimeters in Ihrem Pip-Boy. Nicht vergessen, Ma'am, nehmen Sie Red-X, um der Strahlenkrankheit vorzubeugen, und Red-Away, um sie zu heilen. Es muss furchteinflößend sein, diesen warmen, sicheren Vault zu verlassen und in eine feindliche Wildnis ohne fließendes Wasser und Strom aufzubrechen. Annehmlichkeiten gibt es draußen keine mehr. Was Sie haben möchten, müssen Sie bauen. Das war eine Party, was? Schön, Sie alle noch mal beisammen zu sehen. Betrunken, fröhlich und ohne ständig einem furchtbaren Tod von der Schippe springen zu müssen. Denken Sie daran, Sie müssen es nicht im Alleingang versuchen. Finden Sie andere und schließen Sie Freundschaften. Das Camp ist entscheidend für den Wiederaufbau Amerikas. Eine rostige Tetanus hervorrufende Hütte nach der anderen. Der Wiederaufbau Amerikas. Wie furchterregend. Gut, dass ich hier bleibe. Aber dank Ihres Camps wird das sicher trotzdem ein Kinderspiel. Ich weiß, dort draußen wird es beängstigend. Aber ich weiß auch, dass Sie nicht nur überleben, sondern auch Erfolg haben werden. Nicht vergessen, Anpassung ist wichtig. Wenn Ihre Rolle nicht funktioniert, versuchen Sie eine andere. Seien Sie kreativ. Im Büro der Aufseherin erhalten wir etwas detailliertere Details. Auf diesem können wir gleich mehrere Einträge finden. Im ersten Eintrag Walltech-Bericht können wir Folgendes lesen. Berechtigungsstufe nur für Aufseher. Vertraulich, 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 nur für Aufseher. Verstoß VTP 01076.
25 in Klammern 25 Jahre. Nachdem sich die Walltüren geschlossen haben, ist es ihre Aufgabe, ihre Bürger auf das Verlassen von Vault 76 vorzubereiten und mit der sogenannten Rückeroberung zu beginnen. Genauere Einzelheiten werden ihnen automatisch zugestellt, sobald der Zeitpunkt näher rückt. Nach dem Rückeroberungstag sind sie angewiesen, persönlich drei Atomraketensilos namens Alpha, Bravo und Charlie zu lokalisieren und zu sichern. Falls diese Standorte nach wie vor atomtauglich sind, haben sie dafür zu sorgen, dass niemand außer Vault-Tec Zugang erhält oder nukleare Bewaffnung initiiert. Klar und deutlich ausgedrückt, selbst wenn andere Instanzen, in Klammern Regierung, Militär oder ähnliches, Anspruch erheben sollten, ist dieser unter allen Umständen zu ignorieren. Die Zuständigkeit liegt allein bei Vault-Tec. In diesem Eintrag können wir schon mal ziemlich deutlich eines der primären Ziele von Vault-Tec in Verbindung mit dieser Vault hier in Erfahrung bringen. Vault-Tec möchte nach dem großen Krieg offensichtlich zu einer eigenen Atommacht werden und somit wahrscheinlich ihre eigene Machtposition im Wiederaufbau der USA festigen. Und die Vault-Aufseherin soll eben schon 25 Jahre nach dem Fall der Bomben dafür sorgen, dass diese Atombomben für Vault-Tec gesichert werden. In einem weiteren Eintrag namens Rahmenbedingungen für Vault 76 lesen wir: Herzlichen Glückwunsch, Aufseherin. Vault 76 ist eines der bedeutendsten Projekte, die Vault-Tec je abgeschlossen hat. Bei seiner Einrichtung und der Auswahl von Personal und Bewohner wurden keine Kosten gescheut. Wir haben die Crème de la Crème Amerikas ausgewählt, darunter auch einige Koryphäen der Vault-Tec-Universität. Die Spezialkurse und Anweisungen, die Sie zur allgemeinen Führung einer Vault erhalten haben, gelten nicht für diesen Auftrag. Vault 76 ist etwas Besonderes. Ihre Mission lautet, für den Lebensunterhalt und das Wohlergehen Ihrer Bewohner zu sorgen und sicherzustellen, dass Sie bereit sind, Amerika neu zu besiedeln, sobald Sie Entwarnung erhalten haben. Es ist zu erwarten, dass sie mit Herausforderungen konfrontiert werden, auf die wir sie nicht vorbereiten konnten. Passen Sie sich an, lernen Sie, seien Sie erfolgreich. Amerika zählt auf Sie. Wie viel tatsächlicher Inhalt in dieser Nachricht steckt, ist fraglich. Wahrscheinlich ist das hier nur durch die PR weichgespülte Propaganda, die die Aufseherin auch wirklich auf ihre Aufgabe, die Atomsilos zu sichern, vorbereiten soll. Gleichzeitig scheint Vault-Tec allerdings wirklich auch noch weitere Pläne mit den hochgebildeten und begabten Bewohnern dieser Vault zu haben. Zumindest wüsste nicht mal die Vault-Aufseherin selbst von irgendeiner Art Experiment, die hier stattfinden soll. Im nächsten Eintrag, Ablauf der Operation, finden wir zwei weitere Einträge. Der erste lautet alltägliche Pflichten. Ihre Aufgabe als Aufseherin ist es, für die allgemeine Gesundheit und Sicherheit von Vault 76 zu sorgen. Der Verlust von Leben ist um jeden Preis zu verhindern. Die Vault-Bewohner wurden sorgfältig anhand ihrer speziellen Fähigkeiten und Persönlichkeiten ausgewählt. Aufgrund der besonderen Begabungen der Vault-Bewohner müssen sie zur Aufrechterhaltung der Ordnung möglicherweise einzigartige Herausforderungen meistern. Als letztes Mittel kann jedes Domizil einzeln verriegelt und die jeweilige Bewohnerin für einen bestimmten Zeitraum festgesetzt werden. Kalkulieren Sie jedoch ein, dass erzwungene Einzelhaft möglicherweise schwere psychologische Konsequenzen nach sich zieht. Obgleich die Türen von Vault 76 nicht von innen geöffnet werden können, sollten sie dafür sorgen, dass sich im Eingangsbereich kein unautorisiertes Personal aufhält. Das Sicherheitsteam wird Waffen und Munition nach der situationsbedingten revidierten Eintrittsphase verwahren und lediglich mit nicht tödlichen Geräten bewaffnet sein. Wenn Amerika wieder aufgebaut werden soll, kommt es auf jedes Leben in diesem Vault an. Schützen Sie sie alle. In dem anderen Eintrag, vorgeschriebene Abschaltung, können wir Folgendes lesen.
Unsere Studien haben gezeigt, dass Testsubjekte selbst nach vergleichsweise kurzer Zeit von den Annehmlichkeiten eines Walls abhängig werden können. Das darf in Vault 76 nicht geschehen. Nachdem sie die Entwarnungsnachricht erhalten haben, wird Vault 76 innerhalb von 24 Stunden alle Funktionen einstellen. Als letzte Stufe wird auch die Luftzirkulation deaktiviert. Sie sollten die Vault-Bewohner daher warnen, dass der Aufenthalt im Vault nach Ablauf der Frist tödlich sein kann. Alle müssen das Nest verlassen. Es ist unbedingt erforderlich, dass sich alle Bewohner auf ihre wichtige Aufgabe konzentrieren, Amerika wieder aufzubauen. Unter dem Punkt Archivierte Daten finden wir vier Einträge. Der erste trägt den Namen Der Rückeroberungstag ist da. Wir haben die Zeit bis Mitternacht runtergezählt. Ich habe alle nicht mehr so jubeln sehen, seit das erste Vault Baby geboren wurde. Ich musste den Sicherheitsdienst holen, um ein paar Leute in ihre Betten zu helfen. Dann haben die Freiwilligen und ich alle Aufsteller aufgebaut, genau wie wir es geübt haben. Ich habe noch ein paar letzte Aufnahmen gemacht und dann wird es Zeit, durch die Tür nach draußen zu treten. Ich wünschte, ich könnte den anderen auf ihrem Weg helfen. Aber ich weiß, dass sie mich stolz machen werden. Der Name des nächsten Eintrags lautet Überleben geht vor. Wie angewiesen sind die Überlebenspakete bereit? Ich habe allen geraten, sich so schnell und so weit wie möglich von 76 zu entfernen, sobald sich die Tür öffnet. Wir haben keine Informationen darüber, was uns erwartet. Voltec sagt, wir sind Amerikas größte Hoffnung. Jetzt werden wir es herausfinden. Und im Eintrag Jahresrückblick 2100 können wir Folgendes lesen. Ein weiteres Jahr liegt hinter uns. Die Mission geht weiter. Größte Sorge: Gegenwärtig sind 6 Bewohner aus disziplinarischen Gründen inhaftiert. Letztes Jahr waren es noch 4. Der Moraloffizier hat es geschafft, die schlimmsten Gerüchte über Appalachia zu unterdrücken. Also Kannibalmutanten, brennender Regen, was auch immer. Die Stimmung ist aber immer noch angespannt. Es ist im Allgemeinen nicht schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Der Stammbaum der meisten Bewohner ist beeindruckend, um es vorsichtig auszudrücken. Aber Kompetenz bedeutet manchmal auch Arroganz. Und Arroganz bedeutet, dass meine Autorität auf die Probe gestellt wird. Öfter, als sie sollte. Die Hydrokulturen können kaum mit der Nachfrage Schritt halten. Ich hasse den Gedanken, eine verpflichtende Rationierung einzuführen. Aber im Jahr 2101 könnte es notwendig sein. 76 platzt aus allen Nähten. Wir sind mehr, als wir erwartet haben. Größte Erfolge? Die Preisverteilungen sind eine tolle Möglichkeit, die größten Egos zu streicheln, da alle so verdammt ehrgeizig sind. Der Tiefpunkt war der Verlust eines Zahns im Kampf um den Preis für die beste Zahnhygiene. Die Führungskräfte waren wie immer vorbildlich, sehr zuverlässig und loyal. Es war verdammt anstrengend, die größten Streber versöhnlich zu stimmen. Aber irgendwie haben wir auch dieses Jahr überstanden. Die Vault 76 Weltmeisterschaft hat sich als großer Erfolg erwiesen. Der Ball zerstörte fast die Jukebox. Aber die positive Stimmung im Atrium war einfach fantastisch. Und zum Schluss finden wir hier noch gelöschte Daten. Im Hauptmenü können wir außerdem noch ein in den Terminal eingelegtes Holoband abspielen. Aufseher-Logbuch, oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation. Denn wer das hier hört, hatte den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass Sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötige ich Ihre Hilfe. Ich habe eine Aufgabe erhalten und beschlossen, gegen das Protokoll zu verstoßen, indem ich Ihnen davon berichte. Denn wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe, dann, dass wir uns aufeinander verlassen müssen. Es gab in Appalachia 3 aktive Atomraketensilos, bevor die Bomben fielen. Die Welt wurde schon einmal in die Luft gejagt. Das darf nicht nochmal passieren. Also müssen wir alle Silos finden und sichern. Oder bei dem Versuch draufgehen. Ich hoffe auf Ersteres.
Aber mittlerweile sind 25 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, was wir da draußen finden werden. Oder wo wir anfangen sollen. Ich habe die Anweisung erhalten, mich zum nächsten Bevölkerungszentrum zu begeben und die Lage einzuschätzen. Ich richte unterwegs ein Camp ein, sobald ich mich orientiert habe. Treffen Sie mich dort. Zusammengefasst haben wir hier also einiges über das Leben in Vault 76 erfahren. Darüber, dass die Vault-Aufseherin tatsächlich bemüht war, das Leben der Vault-Bewohner so angenehm wie möglich zu gestalten und ihre Gesundheit und ihr Überleben zu sichern. Und scheinbar war dies auch der Wunsch von Vault-Tec. Vault-Tec hatte also tatsächlich einmal große Ziele mit Vault 76. Doch wie wir wissen, existiert Vault-Tec schon lange nicht mehr. Was auch immer sie mit den begabten und hochgebildeten Menschen aus Vault 76 vorhatten und was auch immer ihre Pläne mit den drei zu sichernden Atombomben-Silos war, werden wir wohl nie wirklich erfahren. In einem kleinen Vorführraum können wir eine kleine Diashow bewundern, die Bewohner von Vault 76 wohl auf das Ödland da draußen vorbereiten sollte. Interessant ist, dass auf den Bildern dieser Diashow tatsächlich so etwas wie Ghule zu sehen sind. Seit Fallout 4 weiß man, dass auch schon vor dem Krieg Ghulifizierungsexperimente von Vault-Tec durchgeführt wurden. Wahrscheinlich hatte Vault-Tec vielleicht sogar eine ganz gute Vorstellung von dem, was die Überlebenden einer Vault da draußen erwarten könnte. Auf dem Personalmanagement-Terminal im selben Raum können wir noch folgende Einträge lesen. Letzte Warnung von Daily J. Betreff Nuka-Cola Cherry vermisst. Nur weil wir gehen, hat niemand das Recht, von meinem Vorrat Nuka-Cola Cherry zu stehlen. Ich habe diese Flaschen seit über 20 Jahren rationiert. Wenn ich den Dieb erwische, wird das Konsequenzen haben. So wahr mir Gott helfe. Auf dem nächsten Eintrag lesen wir Meine Versetzung von Sullivan T. Meine Versetzung. Mir ist bewusst, dass es unter den derzeitigen Umständen trivial erscheint, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn meine Versetzung noch vor dem Rückeroberungstag bearbeitet werden könnte. Ich habe viele Jahre dafür gearbeitet, alle schriftlichen, mündlichen und körperlichen Tests zu bestehen, um Sanitärtechniker zu werden. Ich habe einen Doktor in Ingenieurswissenschaften von der GSU und möchte meine Zeit im Vault 76 nicht als Getränkeverkäufer beenden. Bitte geben Sie mir die Anerkennung, die ich mir verdient habe. Vielen Dank im Voraus. Und zum Schluss können wir noch eine Aufzeichnung mit dem Titel Löschen aller Aufzeichnungen lesen. Von Sicherheitschef betreff Löschen aller Aufzeichnungen. Vault-Tec Vorgaben zur Rückeroberung sind klar festgelegt. Alle Aufzeichnungen müssen vor dem Rückeroberungstag gelöscht werden, um das klarzustellen. Danach wird es keine Personalabteilung und auch keine Vault 76 mehr geben. Alle laufenden Projekte werden beendet. Falls Sie aus irgendeinem Grund keine Zeit zum Löschen Ihrer Daten haben, schicke ich jemanden, der das erledigt. Wenn Sie möchten, können Sie das gerne der Aufseherin vortragen. Tja, das mit dem Löschen der Daten hat scheinbar nicht so ganz zuverlässig funktioniert, denn sonst könnten wir das nicht mehr lesen. Aber das erklärt immerhin, warum hier nur zwei Beschwerden auf diesem Terminal gespeichert sind. Zwei Beschwerden, die uns einen schönen Einblick in den Alltag des Lebens der hochbegabten Vault 76 Bewohner bietet. Von denen sich in 25 Jahren in engstem Raum aufeinander leben, allerdings viel mehr als nur zwei hätten ansammeln müssen. Im Personalregister des Personalmanagements wurde fleißiger gearbeitet. Hier wurden alle Inhalte von A bis Z gelöscht. Nur ein Eintrag mit dem Titel Nicht gespeicherte Arbeit ist noch gespeichert. Willenuva R. Vorherige Tätigkeit Senior VP Gibraltar Incorporated. Bildungsgrad Doktortitel in angewandter Kommunikation in Cambridge. Errungenschaften Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses von 66 bis 69, nationaler Debattier-Champion 56. Derzeitige Tätigkeit Friseur.
Wint A. Vorherige Tätigkeit Colonel United States Air Force. Bildungsgrad Bachelor of Science in Luft- und Raumfahrttechnik West Point. Errungenschaften Vizedirektor der strategischen Planung JCOS Ehrenmedaille 71. Olympische Bronzemedaille im Zehnkampf 60. Derzeitige Tätigkeit Sicherheitsmitarbeiter. Hier wird nochmal verdeutlicht, wie überqualifiziert die Vault-Bewohner in ihren jeweiligen Tätigkeiten waren, was bei vielen mit Sicherheit für viel Frust gesorgt haben dürfte. Bevor wir nun die Vault verlassen, werfen wir allerdings nochmal einen Blick auf den gesperrten Sicherheitsterminal. Wenigstens von dem hätte man erwarten können, dass er sorgfältig gelöscht wurde, aber auch hier finden wir noch einige für uns lesbare Daten. So zum Beispiel die Vault 76 Sicherheitsanweisungen. Vertraulich, 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 nur für das Sicherheitspersonal, Verstoß VTP 01076. Vault 76 ist einer der wertvollsten und bedeutendsten Vaults in unserem Netzwerk. Dementsprechend muss diesen Anforderungen um jeden Preis Folge geleistet werden. Die Zukunft Amerikas steht auf dem Spiel. Was Sie mit dem letzten Satz meinen, ist wahrscheinlich die zukünftige Position Vault-Tex in Amerika steht auf dem Spiel. Aber gut, lesen wir weiter. Sobald Sie die Aktivierungsmeldung erhalten, ist Ihr Team autorisiert, nötigenfalls tödliche Gewalt anzuwenden. Eliminieren Sie entschieden alle Bedrohungen, die verhindern könnten, dass Ihre Bewohner rechtzeitig die Sicherheit des Vault erreichen. Es werden ausschließlich autorisierte Bewohner aufgenommen. Alle weiteren Personen müssen als gegnerische Kämpfer eingestuft werden. Die Aufseherin verfügt über spezielle Anweisungen für den Zeitraum nach der Aktivierungsnachricht. Sobald der Eintrittsvorgang abgeschlossen ist, muss ihr Team alle Waffen in die vorgesehenen Behälter sperren. Anschließend werden sie weitere Befehle erhalten. Vertrauen Sie Ihrer Aufseherin, gehorchen Sie Ihrer Aufseherin. Jedes einzelne Mitglied Ihres Teams wurde für diese Aufgabe handerlesen. Vault-Tec glaubt an Sie. Wenn Sie zusammenarbeiten, werden Sie erfolgreich sein. Des Weiteren können wir noch einen Blick in die Vorfallsberichte werfen. Hier haben wir zum Beispiel einen Eintrag mit dem Titel Alkoholisierter Ruhestörer. Chill hat M. Thompson laut singend im Nachtzyklus erwischt. Er ist in die Rückeroberungspartyläden gegangen und hat sich ein Sechserpack geborgt. Die Regeln besagen, dass bei Diebstahl die Abriegelung erfolgen muss. Aber das wäre übertrieben. In 2 Tagen sind wir hier eh alle raus. Thompson steckt jetzt in der Arrestzelle, um sein Raus auszuschlafen. Nakamura hat eine Beschwerde untersucht, die unser lieber Freund Jake eingereicht hat. Jake hat behauptet, dass E. Jefferson ihn mit Absicht geschubst hatte, um ihn zu verletzen. Nakamura hat einen Zeugen gefragt und Jake war lediglich sanft aus dem Weg geschoben worden, als er Jefferson als nichtsnutzigen Idioten angegangen hatte. Hab den Chef gefragt, ob wir Jake wegen Falschaussage drankriegen, aber er meinte, dass Jake technisch gesehen angegriffen wurde. Die Beschwerde wurde fallen gelassen. Oh Mann, ich hasse Anwälte. In einem weiteren Eintrag mit dem Titel Untersuchung von unautorisiertem Zugriff lesen wir folgendes. Terminal 023B wurde letzte Nacht gehackt. Sandy hat das untersucht und wir wissen nicht, wer es war. Es wurde auf die Rückeroberungsdatei zugegriffen, was den Chef wütend macht. Was erwartet der denn? Bei der Hälfte der Bewohner handelt es sich um Genies. Wie sollen wir die von Daten mit beschränktem Zugriff fernhalten? Haben die Schichten verdoppelt, um mehr Augen da draußen zu haben, als ob das helfen würde. Noch eine Beschwerde von Jake, schon wieder, hab Nakamura hingeschickt. Dass sie die einzige ist, die diesen Kerl nicht den Hals umdrehen will. Jake behauptet, dass eine Kiste Zuckerbomben aus seinem Zimmer fehlt. Er verlangt, dass wir das untersuchen. Eine Kiste Zuckerbomben. Ich habe Nakamura gesagt, dass sie die Untersuchung einstellen soll. Der Rückeroberungstag rückt näher. Und als letzten Punkt auf dem Terminal finden wir hier noch einen Punkt mit dem Titel Sicherheitsaufzeichnungen. Letzter Eintrag. 25 Dienstjahre. Keine Gefallenen und eine epische Verabschiedung.
Ich habe ein letztes Mal darum gebeten, die Bewohner vor Öffnung der Tür zu bewaffnen, aber mein Gesuch wurde abgelehnt. Ich hoffe feierlich, dass spätere Generationen Vault 76 besuchen werden, das hier lesen und erfahren, wie unglaublich engagiert ihre Vorfahren waren, wie wir Amerika aus der Asche wiedergeboren haben. Aber ehrlich gesagt habe ich auch etwas Angst. Falls die Experimente in den anderen Vaults schief gehen, davon kann man wirklich Albträume kriegen und ich weiß ja längst nicht alles. Wenn es uns gelingt, zusammenzuhalten, haben wir vielleicht eine Chance. Unter dem Punkt Geheimhaltung lesen wir Folgendes. Musste Cassie inhaftieren, da er über die Aktivierungsnachricht geredet hat. Die Katze ist nun aus dem Sack, aber Befehl ist Befehl. Das Protokoll sieht vor, dass wir morgen alles ankündigen. Aber ich kann die Aufregung jetzt schon spüren. Das Team fragt ständig, was uns da draußen wohl erwartet. Die Atomraketen haben unsere externen Sensoren zerstört. Wir sind blind. Nur die sekundären Geigerzähler sind noch funktionstüchtig. Das Gerede wird immer wilder. Überall wird getuschelt. Wer sich nach der Rückeroberung mit wem zusammentut. Ich fürchte fast, dass die größte Gefahr für das Projekt nicht da draußen lauert, sondern im Inneren des Walls. Die Bewohner sind eine eindrucksvolle Truppe, aber wehe, wenn sie losgelassen werden. Und als letzten Eintrag auf diesem Terminal können wir dann noch alles erledigt lesen. Als ob wir jahrelang dafür geübt hätten. Manchen passt es nicht, dass die Bewohner entlassen werden sollen, ohne dass die Aufseherin ein Auge auf sie hat. Aber alles in allem eine solide Leistung. Und nun ist es an der Zeit, Vault 76 zu verlassen. Auf Wiedersehen! Aloha! Ciao! Arrivederci! Au revoir! Goodbye! Vaya con Dios! Buen viaje! Sie werden so schnell erwachsen! Und unsere Hauptfigur beschreitet nun die ersten Schritte in ein neues Abenteuer, das uns da draußen erwartet. Es gibt unglaublich viel zu entdecken und unglaublich viele Orte, die wir gemeinsam bereisen und bis ins kleinste Detail analysieren werden. Einige Orte sind so umfangreich, dass ich gar nicht weiß, wie ich die in einzelne Videos stopfen soll, während andere so spärlich mit Informationen bestückt sind, dass ich glaube, dass wir manchmal einige Orte zusammennehmen müssen. Aber darüber mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist. Für heute sage ich jetzt erstmal vielen Dank für euren Support, für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Dabeisein und ich hoffe, ihr habt Bock auf diese Videoreihe, die uns, wenn Interesse besteht und wenn alles gut geht, wahrscheinlich ziemlich lange begleiten wird. Danke fürs Zusehen, danke für euren Support und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.